Willkommen zurück bei Let's Play Rift. Ja, wir sind hier in Dämmerscheid. Wir sind bei den Werwölfen. Also nicht direkt bei den Werwölfen. Wir haben die Quest mit diesen Werwölfen gemacht und sind jetzt selbst verflucht. Irgendwas passiert hier gerade. Ich gehe mal in Deckung gerade. Was geht denn hier ab? Ich weiß gar nicht, was hier abgeht im Moment. Jetzt taucht hier genau so ein Werwolf auf. Das gibt's doch gar nicht. Werden wir gleich glatt machen hier. Sulfur, auf den Kampf hier. Ja, da brauchst du nicht heulen, ey. Was ist mit dir los? Da so ein paar Hündchen da. Ein paar Hündchen durch die Gegend laufen, oder was? Da ist noch einer. Da ist der nächste. Sulfur, Fass, wie immer. Kennst du doch schon. So, da oben ist noch einer. Komm, den tun wir auch mal erledigen. Mit einem Treffer, der ist ja schon angeschlagen. Okay, hat sich erledigt. So, ist es jetzt wegen mir passiert, weil ich irgendwie verflucht bin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oder ist es jetzt wegen dem anderen Spieler hier passiert? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir hier ein Stückchen weiter in den Norden müssen und da diesen bösartigen Schattengeber erledigen sollen. So, und das machen wir jetzt auch. Gleich nachdem wir hier das Fell noch eingesammelt haben. So, jetzt hat man gesagt, wir nehmen erst die Quest an. Das machen wir jetzt auch gerade nochmal. Hallo. Hallo. Arthur Roames hat euch gebeten, in den Schattensturztürmen den Eisenkiefern Metzler zu vernichten. Und dafür gibt er uns einen netten Gürtel. Alles Gute. Alles Gute und Dankeschön. Die Fiona hat auch noch was zu tun für uns. Ihr sollt Fiona Leone den neuesten Todesschildzauber an schwerbefallenen untoten Tügel bei den drei Schattenschutztürmen testen. Die Tempel müssten sichtbar sein, wenn ihr den Todesschild bei euch tragt. Ja, schauen wir noch mal. Alles Gute. Alles Gute und Dankeschön. Und der Bruder Jebia, der hat auch wieder was für uns. Ist er. Bruder Jebia will, dass ihr die Schattensturztürme von der Finsternis säubert, indem ihr schattengebeugte Untote bezwingt, die ihr dort vorfinden werdet. Rechtschaffene Wächter. Jawohl, das machen wir doch. Guck mal, wo es... Natürlich müssen da überall in die Nähe, genau da, wo wir jetzt sowieso hin müssen. Mal gucken hier. Vernichtend bösartiger Schatten... Nee, ich tue das jetzt mal wegblenden hier, Leute. Wir haben hier die Eindämmung der Finsternis. Ich wollte das eigentlich mal kurz ausblenden. Ach, drauf geschissen. Wir lassen das jetzt so, wie es ist und wir gehen da jetzt hoch. Auf, Kameraden. So. Allzeit bereit. Jetzt einfach den Weg folgen. Gleich nachdem der Todesschütze erledigt wurde, der uns hier leider im Weg rumsteht. Und ich sehe gerade, wir haben uns so gar nicht gebufft. Durch den Überfall am Anfang haben wir die Hälfte vergessen. So, und die brauchen wir sogar. Cool. Aber wir brauchen auch Buffs und deswegen machen wir das hier. Was nehmen wir denn hier? Verarmter Intellekt oder brennender Intellekt? Ja, machen wir das hier. Das hier. Das ist schon aktiviert. Alles klar. So, wer bist denn du hier? Ein schattengebeugter Animus. Komm her, mein Freund. So. Schön, dass wir die alle brauchen. Das ist ja hier wie am Festtag. Sulfur, du sollst doch die Akku aufhalten. So, ist da noch einer? Nein. Müssen wir hier eigentlich rein? Nee. Doch. Wir müssen da weitergehen. Und das machen wir jetzt auch erstmal. So. Den Saurier lassen wir jetzt mal stecken. Weil wir müssen jetzt sowieso wahrscheinlich alle paar Sekunden irgendwo kämpfen.
würde eigentlich nichts bringen. So, und damit sind wir hier oben. Noch ist alles ruhig. Wir müssen an der richtigen Stelle stehen. Was haben wir denn hier? Benutzt den Schattenbann am Ostturm. Den Schattenbann am Ostturm. Dämmersamen, Schattenbann. Oh yeah. Auf geht's, auf geht's. Wie soll ich das jetzt... Aha. Okay. Die sind jetzt von selber umgefallen und waren tot, oder was? Alles klar. Herr Kommissar. Damit gehen wir hier über die Brücke. Rein in unseren Untergang. Möglicherweise. Oh, da sind andere Spieler. Das ist schon mal ganz gut. Die haben da nämlich schon mal ein bisschen was weggeräumt. Die sind ja alle am Kämpfen wie die Großen. Nehmen wir doch mal den hier. Werde ich mich doch daran beteiligen. So, die brauchen wir natürlich wieder hier. So, benutzt den Schattenbann am Südturm. Und was war... Und da brauchen wir noch die schattengebeugten Untoten. Okay. Oh, dann nehmen wir doch mal den hier so lange. Oh, da kommt er angeschissen hier, der Penner. Komm, Solvor. Nimm dir die Aggro. Sehr schön. So, mein Freund. Das sammeln wir natürlich noch ein hier. Und da steht auch schon wieder der Nächste. Komm her. Komm her, bevor du dich langweilst, kriegst du halt eine Packung. So, Game over, mein Freund. So, und hier ist der Südturm, oder was? Probieren wir es einfach. So, die Saubacken kommen wieder. Ich schieße wieder ab. Sehr schön. Aber schade, dass die nicht mal was verlieren hier. So ein paar schöne glitzernde Blinkies. So, wir müssen dann als nächstes hin. Einfach geradeaus, okay. Und die räumen wir so lange weg, weil die brauchen wir sowieso. Lauter schöne grüne Sachen verlieren die. Und da steht noch einer. Den nehmen wir natürlich auch mit, ganz klar. Sehr schön. Noch ein paar mehr und diese Quest ist auch wieder erledigt. So muss es sein. Anderen Zauber, nicht immer den gleichen hier. Und der kickt auch sofort rein hier. Die arme Sau hat noch nicht mal was verloren. Okay. Da steht alles voll, ey. Was geht denn hier? Wo sind jetzt die anderen Spieler hin? Die wollten alles wegräumen hier. Das wollten die doch, oder? Ihr habt's doch auch gesehen. So, nächster bitte. Das ist hier nämlich Fließbandabfertigung.
für 7 Euro die Stunde. Cool. So, mitnehmen hier. Schönen Wollstoff. Und einen schönen Heiltrank. Ja, endlich mal. Jawohl. Und noch 2 Stück von den Lutschern. Da ist auch alles voll da unten hier. Das dauert noch stundenlang, bis wir die alle weghauen haben. Dabei brauchen wir nur noch einen. So, wir nehmen als nächstes den hier. Komm, nicht wegrennen, nicht wegrennen. Okay. Auch den. Auch er ist tot. So. So, jetzt machen wir den weg hier. Das ist wie bei Aral an der Tankstelle, denn die machen den Weg auch immer frei. Sehr schön. So, müssen wir da rein? Nö. Ich will da gar nicht reingehen. Eieiei, hier, zack. Wo ist denn jetzt eigentlich der Westturm? Wahrscheinlich das Gebäude hier vorne. Ich guck mal, ob man den hier schon benutzen kann. Geht, cool. So, ihr kleinen Stinker hier, zack und weg. Geht sterben. Geht sterben. So, das haben wir erledigt. Was haben wir hier zu erledigen? Bree, besiegt den Eisenkiefenmetzler. Den Eisenkiefenmetzler. Wo ist denn der Gute? Der Eisenkiefenmetzler. Guckt der vielleicht da drin in dem Kapuff hier oder was? Ich muss da mal reingucken, da müssen wir die leider erst wegräumen hier. So, gleich der nächste hier hin. Oh, ich bin ja fast hinten, ich hab's gar nicht gesehen. Scheiße, scheiße, ja, Heiltrank. Alter, du, hab ich gar nicht gesehen hier. Kleine miese Penner hat mir meinen Heiltrank... Hat mich genötigt, meinen Heiltrank zu schlucken. Aber ich glaube, wir müssen mal ein bisschen langsam machen jetzt hier. Wir suchen hier den Metzler. Komm, den machen wir auch nochmal weg. Der ist doch so allein und verloren. Der kommt bestimmt angeschissen, wenn ich einen anderen angreife. So. Brauchst gar nicht so zu stöhnen. Ich habe schon schlimmere Tode erlebt. So, wer bist du? Ach, vielleicht ist er wirklich hier oben irgendwo. Warum wird er nicht angezeigt? Servus. Der alte Vollstrecker. Auch hin. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir da wirklich hin müssen hier hoch, aber ich hätte gern hier den Metzger. Metzler meine ich natürlich, nicht Metzger. Wir sind hier schon aus dem Ding entfernt, aus der Markierung. Ich glaube, wir sind hier völlig falsch. Und wahrscheinlich, bis wir da oben angekommen sind, so wie jetzt, müssen wir uns wieder komplett nach unten durchkämpfen.
Ist gar nichts, alles leer. Nee, ist nicht leer. Aber die brauchen wir nicht. Da hinten ist nur ein Klitzi. Ein seltsames Artefakt. Das werden wir gleich klauen hier. Das ist das seltsame Artefakt jetzt hier. Was gibt's denn da jetzt Schönes? Gib's mir. Gib mir das Artefakt. Zeks großer Hammer. Mm, yeah. Danke. So, den gab's also hier oben. Aber keinen Metzgermeister. So, ja, mal gucken. Die sind wahrscheinlich schon wieder alle nachgespawnt hier unten. Jetzt müssen wir uns wieder rauskämpfen. Ich wollte eigentlich diese komische Werwolfs-Quest weitermachen. Besiegt den bösartigen Schattengeber. Das war nämlich die Quest. Und wir haben wieder alles gemacht, außer die Quest. Aber egal. So, wir schauen nochmal auf die Karte hier. Der bösartige Schattengeber ist nämlich da hinten. Und hier brauchen wir nur noch den Metzler. Das heißt, wir gehen da jetzt locker und gemütlich durch, wieder zurück. Zwei Gegner. Und gehen dann zum bösartigen Schattengeber. Ach, die Jungs... Die Jungs spawnen schon wieder nach und da hinten ist alles voll. Leck mich doch am Ärmel. Leck mich doch am Ärmel. Wie kommt man da jetzt hier? Ich will da doch gar nicht hin. Ach ja. Na, muss ich dann hier runter oder was? Du, ach du Scheiße. Komm, wir gehen jetzt hier einfach runter. Komm, Sulfur. Wir nehmen die Abkürzung. Und wir steigen auch auf unser Ross. Was ist das dann da vorne hier für... ein Gewürm. Guckt euch das mal an, ey. Wie sieht das aus? Ach, das ist von so einem Riss. Okay, alles klar. Ich dachte schon, was geht denn hier ab? So, den kleinen Stinker da unten müssen wir natürlich erledigen. Weiter, aber ich hoffe, das war jetzt wirklich eine Abkürzung und kein Umweg. Hier schön am Rand, wie so ein kleiner Loser, verstecken wir uns. Schön am Rand, weiter, 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 nicht runterrutschen. Hat er uns hier? Nein. Gut. So, und jetzt weiter. So, jetzt kommen wir da wieder zurück. Und da steht immer noch alles voll. Da leck mich doch. Na, das gefällt mir nicht. Hier, aber der ist nur Level 23. Stellt ja eh nichts aus, der Kerl. Ich hab's gewusst. Jetzt gehen wir nämlich auf die andere Seite rüber. Ups, das nehmen wir natürlich noch mit, was der hier an schönen Kostbarkeiten dabei hat. Und dann gehen wir von hinten wieder ran an die Sache. So, da haben wir angefangen übrigens. Und hier sind wir wieder. Die Werwolf-Quest wollten wir beenden und alles andere haben wir gemacht. Wir gehen jetzt aber auf direkten Wege zum bösartigen Schattengeber. Und dazu setzen wir uns am besten wieder auf den Sulfur in der Hoffnung, dass wir jetzt mal ein paar Meter reiten können, ohne dass da wieder irgendwelche Gegner angeschissen kommen. So, hier schön weiterreiten. Jawohl. Da sind die anderen Spieler am Kämpfen. Das ist doch schön. Ja, hier kommen wir wieder dahin. Ah, wir müssen hier über diese Hängebrücke. Ja, da müssen wir den leider wegräumen hier. Na gut, das machen die anderen Spieler. Dann soll es so sein. Da gehen wir hier schön über die Brücke drüber und lassen die anderen Spieler ihr Ding machen. So, hier ist eine Schattenwache, Level 25. Die wacht nicht mehr lange. So. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Ich bin mir gar nicht so sicher. Da ist hier auch noch hier
Fred Feuerstein. Ah, sagt er. So, wir müssen jetzt weiter. Wir müssen jetzt eigentlich weiter in die Richtung. Der ist bestimmt hier oben irgendwo. Müssen wir, wenn uns geht, ganz außen rumschlagen. Oder habe ich da jetzt irgendeinen Gang übersehen oder was? Ist doch seltsam, dass hier die Brücke hinführt. Hier ist gar nichts. Können wir hier hoch? Nö. Warum geht denn hier eine Brücke drüber, wenn wir da gar nicht hinkommen, ey? So, jetzt sind wir hier. Schön. Kommen wir da auch irgendwie weiter? Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so vorgesehen ist, dass wir hier laufen, ey. So, hier geht's rüber, ey. Wir wollen da rüber. Jetzt ist Feierabend. So, wir können da auf die andere Seite springen. So, und... Nein! Doch, geschafft. Ja, nicht runterfallen, ey. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich glaube, das war's gleich. Sulfur, folge mir. Also ich weiß ja nicht, ob das so gedacht ist, ob das so gewollt ist, dass wir hier so entlang gehen. Ich glaube es eher nicht. Festung Schattensturz, ja schön. Da ist doch was. Kommen wir dann von da aus irgendwie rein oder von da drüben aus? Das ist wahrscheinlich so gedacht, dass man sich da wirklich den ganzen Weg durchkämpft. Und der Kryo, der... Naja, der geht wieder mal einen anderen Weg, aber ist ja auch scheißegal. So, jetzt sind wir auch wieder hier. Kann man dann da über die Mauer hier vielleicht so ein bisschen? Nee. Das geht nicht. So. Also ich weiß ja nicht. Ich glaube, das war alles hier... Ich glaube, das war alles für die Hose, weil wir kommen hier nicht weiter. So, da kommen wir hoch. Aber das war's jetzt. Jetzt gucke ich mir mal die Gegnersorten an, die hier rumlaufen. Ach, ist doch kacke. Jetzt sind wir ja schön. Haben wir hier schöne Cliffhanger gemacht und was war's? Nein! Oh, das schon. Das schon, jetzt stürzen wir ab. Ich gucke nochmal auf die Karte, wo wir da überhaupt hin müssen. Aber wir sind ja schon wieder völlig falsch hier. Wir müssen noch weiter nach da. Da muss hier der Cliffhanger... Nee, wir sind der Cliffhanger. Bösartiger Schattengeber. Da müsste er sein. In dieser Richtung. Nein, nein, nein. Nicht runterrutschen. Nicht runterfallen. So, da kommen wir natürlich nicht hoch. Aber hier kommen wir hoch. Jawohl. ...23 Meter entfernt. Ach, der ist wahrscheinlich stark viel unter uns. Der ist da viel unter uns. Na gut. Ein Heulen erfüllt den gesamten Dämmerwald. Oh je, ist wieder Werwolfzeit. Ja, und es ist auch Zeit, uns zu verabschieden. Es verfärbt sich gerade alles. Der Dämmerwald verfinstert sich. Durch den Wald dringen Schreie. Dämmerscheid wird von Werwölfen angegriffen. Es ist wieder soweit. Und an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause. Wir sehen uns in Kürze wieder. Auf dass wir dann endlich die Werwölfe vernichten können. Also mach's gut, bis dann.